Es sind die letzten Momente vor einem aufregenden Erlebnis, ein Ausflug in die Schwerelosigkeit. Für Sekunden die Schwerkraft hinter sich lassen, ein Parabelflug macht's auch für Menschen möglich, die weder Astronauten noch schwerreiche Weltraumausflügler sind, wie Spiegel Online-Wissenschaftsredakteur Christoph Seidler. Der Traum von der physikalischen Unbeschwertheit wird an Bord dieses Fliegers wahr, ein zum Spezialflugzeug umgebauter alter Airbus 300. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ihn für diesen Tag gemietet. Auch für die Crew ist der Parabelflug eine besondere Herausforderung. Das DLR nutzt die Parabelflüge für verschiedene Experimente. Eins davon befasst sich mit den Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf das menschliche Gehirn. Wir messen zum einen das EEG mit 64 Elektroden. Da wird die Hirnströmung im Grunde bestimmt. Wir wollen erfahren, wie sich das Gehirn in Schwerelosigkeit verhält, in welcher Region was stattfindet. An Bord sind auch Weltraumprofis. Alexander Gerst zum Beispiel, 35 Jahre, deutscher Astronaut. 2014 soll er zur internationalen Raumstation ISS starten. Parabelflüge sind für ihn wertvolle Trainingseinheiten. Ja, natürlich, weil wir auf der Raumstation, wie Sie schon richtig gesagt haben, später auch Experimente machen werden. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben da. Und da ist es natürlich gut, wenn wir als Astronauten schon mal herausfinden, wie wir uns an die Schwerelosigkeit gewöhnen können, wie wir arbeiten können, wenn wir Sachen aufschreiben. Man kann ja nicht einfach mal irgendwas wohin legen oder wie man Geräte bedient, sich gleichzeitig festhält und sich eben konzentriert und arbeitet. Erfahrungen mit der simulierten Schwerelosigkeit hat Gerst bereits reichlich gesammelt. Das ist einfach für mich eine große Erleichterung. Plötzlich steht man nicht mehr auf dem Boden, man muss nicht mehr diese Kraft ausüben, sondern ist alles ganz leicht. Man kann sich bewegen mit einem Fingerzeig, man kann Sachen einfach in der Luft abstellen. Ja, es ist großartig. Also macht Lust noch mehr. Ja, definitiv. Neben Forschern und Journalisten hat der Airbus an diesem Tag auch Politprominenz an Bord. Verkehrsminister Peter Ramsauer wagt das Experiment am eigenen Leib. Auch eine Möglichkeit, der Schwere einer parteipolitischen Koalition am Boden zu entkommen. Vielleicht sogar, um neue Allianzen zu üben. Beim zweiten Versuch heben er und die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze von der SPD einträchtig vom Boden ab.